Mein Name ist Markus Breuer, ich bin 48 Jahre alt und ich bin bei Borussia Mönchengladbach Zeugwart und Busfahrer. Also verankert seit 1985, wo ich ja in der Jugend Fußball gespielt habe. Ich habe angefangen 94 und 95 sind wir Pokalsieger geworden. Unglaublich. Also ich würde auch nie auf die Idee kommen, was anderes zu machen beruflich, bei einem anderen Verein oder irgendwas. Ich bin bei Borussia groß geworden, habe hier schöne Erlebnisse gehabt und durch alle Höhen und Tiefen mit dem Verein gegangen. Also ich bin ja sehr verwurzelt. Also der Spieler, der hat die Aufgabe, sich fit zu halten und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass die Jungs sich wohlfühlen, dass die alles haben, dass die sich nur auf Sport konzentrieren können. Also die müssen in den 2 Stunden Training oder anderthalb müssen die Vollgas geben und wir haben natürlich einen ganz anderen Arbeitstag. Die wichtigste Sache, die ich habe, dass ich die Jungs ohne Unfall und sicher zum Spiel hinbringe und nach Hause bringe. Genauso wie mit unseren Sicherheitsschuhen. Sicherheit ist oberstes Gebot. Das Schönste fand ich eigentlich bis jetzt war die Champions League, wo wir direkt drin waren. Das war natürlich super. Die Hymne hier zu hören in Barcelona. Also ich meine, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde erzählen. Wenn mich ein Spieler vertreten müsste, würde ich sagen, Josip Drimmitsch. Dem traue ich es zu, den Bus zu fahren. Ich gehe während meiner Arbeitszeit und so, was ich sonst so mache, so zwischen 8 und 10 Kilometer. Also die neuen Sicherheitsschuhe sind super. Ich bin selber überrascht, wie bequem die sind. Ich habe sogar die Wette gegen meinen Kollegen Christian Rieger gewonnen. Ich bin mit den Schuhen 10 Kilometer gelaufen, unter eine Stunde. Hätte ich nicht gedacht. Ja, die Optik von dem neuen Schuh, grün-schwarz, ist natürlich top für unseren Verein. Und ich denke, für jeden Handwerker, der die Raute im Herzen hat, Pflichtveranstaltung. Den muss ich den kaufen.